Hallihallo Leute und willkommen zu einer neuen Set Preview. Heute werfen wir einen weiteren Blick auf Duelist Pack Duelist of Gloom bzw. Legendary Duelists Rage of Ra, wie das Set bei uns dann heißen wird. Und wir haben uns ja schon zwei Themen hier raus angeschaut. Den neuen Jinzo-Support und den neuen Ra-Support haben wir begutachtet und schon mal uns gefreut, dass wir da neuen Stuff bekommen, auch wenn er nicht wirklich extrem spielbar ist. Trotzdem ist er ganz nett. Was wir heute anschauen wollen, ist das dritte Thema, denn uns wurde ja versprochen, wir haben drei Themen hier drin. Wir haben einmal Jinzo, wir haben Ra, das macht also zwei. Fehlt noch eins und das sind die MechLords. Und wir haben mittlerweile auch mehr oder weniger die volle Spoilerliste für dieses Set zusammen. Was uns natürlich wie immer noch fehlt, sind unsere weiteren Karten, denn unser Set ist ja ein bisschen größer als das japanische. Was wir also dann noch an Reprints bekommen, wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Jetzt wollen wir uns mal die MechLords anschauen und das sind diese netten Karten hier. Einige davon hatten wir schon, einiges davon sind Reprints und wir kriegen aber auch ein paar neue Karten. Und zwar sind es insgesamt 8 Reprints und 7 neue Karten, die wir bekommen. Vielleicht ganz kurz für die MechLords nicht kennen. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht MechKnight sage. Die haben nämlich nichts miteinander zu tun. Trotzdem sehr ähnlichen Namen. Die MechLords sind darauf ausgelegt, Synchromonster zu bekämpfen. Und das ist nebst ihrer größten Stärke auch ihre größte Schwäche. Denn, wie ihr sicherlich bemerkt habt, wir haben aktuell nicht allzu viele Synchro-Decks, die im Meta rumlaufen. Und das macht die Karten hier halt wirklich etwas schlechter, denn sie sind explizit darauf ausgelegt, Synchro-Monster zu bekämpfen. Und das machen sie teilweise sogar ziemlich gut. Was sie auch können, ist, sie können sich specialen, wenn sie zerstört werden. Das ist auch noch eine nette Funktion, die sie haben. Wir kommen da gleich noch zu. Und im Prinzip basieren sie alle, also drehen sich alle Karten so ein bisschen um diese Karten, die ihr unten seht. Wiesel, Granel und Skeel. Und ja, es sind quasi drei Stränge von Monstern, die wir da bekommen. Und die neuen Supportkarten supporten eigentlich alle ein bisschen gleichzeitig, was ziemlich cool ist. Mal schauen, was wir da so bekommen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Karte, nämlich mit der hier MechLord Astro Dragon Triskelia. Ein 3000 Angriffspunkte starkes 10 Stufen Monster und folgenden Effekt hat es dabei. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Muss erst als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du drei MechLord Monster mit unterschiedlichem Namen von deinem Friedhof verbannst. Einmal pro Spielzug, wenn diese Karte einen Angriff deklariert, du kannst dir das Extrakt deines Gegners anschauen und eine Karte davon an diese Karte ausrüsten. Diese Karte erhält ATK in Höhe der kombinierten ATK aller Monster, mit der sie ausgerüstet ist. Diese mit einem Synchro-Monster ausgerüstete Karte kann während jeder Battlephase bis zu 3 Angriffe gegen den Monster durchführen. Ich muss sagen, der neue Support in der Hinsicht gefällt mir sehr gut, denn er hat einen coolen Effekt, wenn sie auf Synchromonster treffen, aber sie können trotzdem auch ohne diese Synchromonster ein bisschen was machen. Sind viel besser gegen Synchromonster, aber eben nicht mehr ganz nutzlos, wenn die nicht vorhanden sind. Das ist schon ziemlich cool. Also mit dem hier können wir das generische Extra-Deck auseinandernehmen. Wenn der Gegner dann doch noch ein, zwei Synchromonster in seinem Deck hat, können wir die an MechLord Astro Dragon ausrüsten. Er kriegt nicht nur die Angriffspunkte dazu, sondern kann dann auch bis zu 3 Mal angreifen und natürlich auch seinen Effekt dann bis zu 3 Mal pro Zug verwenden. Was ziemlich cool ist und ziemlich schön, das gegnerische Extra-Deck auseinandernimmt. Ja, leider die Geschichte mit den drei MechLords im Grave, das lässt sich regeln, da kann man sicherlich was rumbauen. Aber ja, das große Problem ist halt immer noch, dass wir einen wirklich guten Effekt, dass wir eben diese drei Angriffe bekommen. Da brauchen wir immer noch das Synchromonster. Wie gesagt, besser als vorher, wo es quasi Effekte nur mit den Synchromonstern gab, aber immer noch nicht so ganz das, was wir für ein Deck bräuchten, um es irgendwo in die Nähe des Metas zu bringen. Trotzdem, cooler Support für den Archetype. Kommen wir zur nächsten Karte. MechLord Emperor Wiesel, Synchro Absorption. Ja, auch hier haben wir quasi wieder Wiesel drin, das Ein-Sterne-Monster, das sie schon hatten, mit unglaublichen 2500 Angriffspunkten. Ich meine, das wäre das stärkste Stufe 1-Monster, das es überhaupt gibt, wenn man nur mal die Angriffs- und Verteidigungspunkte anschaut. Und dieses kleine Kerlchen hier hat den folgenden Effekt. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Muss durch seinen eigenen Effekt als Spezialbeschwörung beschworen werden. Während dem Spielzug deines Gegners. Schnelleffekt. Du kannst ein offenes MechLord-Monster, das du kontrollierst, auf den Friedhof legen. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand.
Du kannst diesen Effekt von MacLord Emperor Weasel Synchro Absorption nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst einen Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert, es kann für den Rest des Spielzugs nicht angreifen. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, der oder die eine Karte oder Karten auf dem Spielfeld zerstören würde, Schnelleffekt, du kannst diese Karte als Tribut anbieten. Negiere die Aktivierung, falls du dies tust, zerstöre die Karte. Also auch hier haben wir jetzt ein MacLord-Monster, was nicht mehr nur auf Synchro-Monster abzielt, sondern eben auf Monster aus dem Extra-Deck, was ziemlich, ziemlich nice ist. Beziehungsweise das hier sogar nicht mal auf das Extra-Deck beschränkt, sondern einfach nur auf generische Monster. Also wesentlich flexibler als die restlichen MacLord-Monster. Auch der Schnelleffekt ist ziemlich nice. Eine Aktivierung negieren, die was zerstören würde, kann sehr hilfreich sein. Wobei man sagen muss, die MacLords profitieren in der Regel eher davon, zerstört zu werden. Bisher war es eher ein Problem, wenn man sie beispielsweise auf die Hand zurückgegeben hat oder ins Deck zurückgemischt hat. Solche Sachen mochten sie gar nicht, aber Zerstörung war in der Regel nicht so ein wahnsinniges Problem vom Deck. Aber hey, wir nehmen, was wir bekommen können, nicht wahr? Die nächste Karte ist ebenfalls ein Stufe 1 Monster, dieses Mal ein bisschen schwächer. MacLord Nucleus Infinity Core. Ja, das erste Mal in jedem Spielzug, wenn diese Karte zerstört würde, wird sie nicht zerstört. Die müssen wir so zweimal besiegen, quasi, um ihn loszuwerden. Das ist ziemlich nett. Geht aber in die gleiche Richtung. 4 Karten geben mittlerweile Sachen auf die Hand zurück oder verbannen sie, legen sie auf den Friedhof, ohne sie zu zerstören. Da gibt es schon 2-3 Möglichkeiten. Also, der Schutzeffekt ist nice, aber nicht unüberwindbar. Absolut nicht. Du kannst in der folgenden Effekte von MacLord Nucleus Infinity Core nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls diese Karte als normale Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst deiner Hand eine MacLord-Zauberfallenkarte von deinem Deck hinzufügen. Das ist ziemlich nice, ein Sucher kann man immer gut brauchen und es gibt 2-3 ganz gute MacLord-Spells und Traps. Einige bekommen wir neu in diesem Set übrigens auch dazu. Dazu gleich mehr. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt zerstört wird, du kannst einen MacLord-Imperator als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck mit einer anderen Eigenschaft als die Monster, die du kontrollierst, beschwören, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs nur mit deinem Monster angreifen. Also auch hier sind wir ziemlich losgelöst von diesen Synchro-Einschränkungen, die wir früher hatten. Sehr viel offener gestaltet, sehr viel universeller und definitiv eine gute Support-Card. Wir kriegen einen Sucher für unsere Spell-Traps und wir können sogar noch was specialen, wenn er hops geht. Das ist doch super. Würde ich sagen, ist ein ziemlich nettes Monster und wenn ihr MacLords spielen wollt, dann ist das definitiv eine Karte, die ihr in Betracht ziehen solltet. Nächste Karte ist wieder ein bisschen auf der stärkeren Seite, das ist ein Stufe 4 Monster, MacLord Army Arsenal of Obligato. Während deiner Main Phase, du kannst diesen Effekt aktivieren. Du kannst für den Rest des Spielzugs keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Maschinenmonster. Zusätzlich zerstöre die Karte und falls du dies tust, beschwöre 2 MacLord Armee Monster als Spezialbeschwörung von einem Deck in Verteidigungsposition. Außer MacLord Army Arsenal of Obligato. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst diesen Effekt aktivieren. Während der Endphase des Spielzugs füge deinem Gegner 100 Schaden für das MacLord-Monster zu, das du kontrollierst. Du kannst jeden Effekt von MacLord Army Arsenal of Obligato nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, ziemlich netter Effekt. 2 Maschine MacLord-Mönsterchen, also MacLord Armee-Monster aus dem Deck zu specialen, ist ganz nett. So einen kleinen Tutor können wir immer brauchen. Und ja, definitiv ein interessantes Monster. Und auch der zweite Effekt mit dem Schaden, der ist ganz lustig, ist jetzt nichts, was euch Spiele gewinnt, aber hey, jedes MacLord-Monster auf dem Spielfeld würde 100 Schaden geben, das sind halt maximal 500 pro Army Arsenal, aber ja, auch Kleinvieh macht Mist, nicht wahr? Nicht der beste Effekt, trotzdem ganz nice, ich würde den ersten Effekt auf jeden Fall bevorzugen. Kommen wir zur ersten Spell, die wir bekommen. Das ist eine Perma-Spell und zwar MacLord Assembly. Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst deiner Hand ein MacLord-Monster von deinem Deck hinzufügen. Du kannst jeden der folgenden Effekte von MacLord Assembly nur einmal pro Spielzug verwenden. Erster Effekt. Du kannst eine Karte abwerfen, dann wähle ein Monster, das du kontrollierst, zerstöre es. Da sind wir wieder beim Thema Zerstören der eigenen Monster. MacLords mögen das eigentlich sehr gerne, wenn sie zerstört werden, dann triggern meistens ihre Effekte. Zumindest war das bei vielen alten MacLord-Karten so. Die neueren haben das ein bisschen weniger drin, wie wir gerade gesehen haben, aber ist trotzdem ein ganz netter Effekt, der eure Engine so ein bisschen ins Laufen bringt. Effekt 2. Falls ein offenes MacLord-Monster, das du kontrollierst, durch Kampf oder Karteneffekt zerstört wird, du kannst eine andere offene Zauberfallenkarte auf dem Spielfeld wählen,
zerstöre sie. Also hier noch ein bisschen Punishment für den Gegner, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch den ersten Effekt nutzen und dann den zweiten direkt daran anketten, weil ja eines eurer Meglor-Monster zerstört wurde. Kann man auch machen, ist ziemlich nice. Cooles Artwork übrigens auch, by the way. Die haben sie sowieso sehr gut hinbekommen, finde ich. Ich mag die Meglor-Artworks, die neuen, eigentlich alle sehr gerne. Sehr, sehr cool gemacht. Und wir schauen uns gleich die nächste Meglor-Zauberkarte an, nämlich die hier. Und zwar nennt sich diese Karte Meglord Control. Eine Schnellzauberkarte, auch gar nicht mal so schlecht. Wenn sie aktiviert, dürft ihr ein Meglord-Monster wählen, das ihr kontrolliert. Seine Angriffspunkte werden zu den kombinierten Originalangriffspunkten aller Meglord-Monster, die ihr derzeit kontrolliert. Und falls er das tut, kriegt der Gegner in diesem Spielzug allerdings keinen Kampfschaden mehr. Das ist ziemlich nett, um große Monster loszuwerden, ist nicht unbedingt notwendig, aber hey, kann man ja mal machen. Zweiter Effekt, denn ja, gute Karten haben mittlerweile zwei Effekte, nicht wahr? Wenn sie im Friedhof liegt und eins eurer Meglord-Monster zerstört werden würde durch Karteneffekt oder durch Kampf, könnt ihr die Karte hier vom Friedhof verbannen und das Monster wird dann eben nicht zerstört. Jeden Effekt könnt ihr natürlich nur einmal pro Zug aktivieren, beziehungsweise könnt sogar nur einen Effekt pro Spielzug nutzen. Trotzdem eine nette Karte, Meglord Control. Und für große, böse Monster loszuwerden, definitiv eine Option. Ist halt ein bisschen schade, dass der Gegner keinen Kampfschaden mehr erhält, aber ja, zumindest nicht vom Monster, das angreift. Aber naja, gut. Ansonsten wird das wahrscheinlich ziemlich eine teure Geschichte werden. Ich meine, ihr kriegt mit den neuen Meglord-Monstern gut mal ein paar tausend Angriffspunkte aufs Spielfeld. Das vielleicht sogar ein paar Mal, also zwei, drei von den Monstern. Und das geht dann schon ziemlich schnell in die Höhe. Von daher, ja, die Variante mit keinen Schaden, wenn das Monster angreift, ist irgendwo aus Balancing-Sicht sicherlich eine Option. Ob es jetzt notwendig war bei einem Archetype, der ansonsten schon relativ schwach ist, weiß ich nicht. Es hätte sicher ein paar OTKs ermöglicht, aber hey, auch Angriffe und solche Karten hier lassen sich blocken bzw. komplett negieren, bevor sie überhaupt zum Zug kommen. Negations haben wir im aktuellen Meta mehr als genug. Und damit kommen wir zur nächsten Karte. Diesmal ist es eine Fallenkarte, Meglord Astro Extermination. Wähle drei Meglord-Monster mit unterschiedlichem Namen in deinen Friedhof, füge sie entweder deiner Hand hinzu oder beschwöre sie als Spezialbeschwörung, ungeachtet ihrer Beschwörungsbedingungen. Ein dreifaches Call of the Haunted für Meglord-Monster, völlig egal welches, denn ihre Beschwörungsbedingungen sind euch komplett egal. Das ist schon mal nicht übel. Bis zum Ende des Spielzugs, nachdem diese Karte aufgelöst wurde, kannst du keine Monster-Spezialbeschwörung beschwören, außer Maschinenmonster. Auch kein Problem, Meglords sind Maschinen. Falls du ein Meglord-Astro-Monster kontrollierst, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Zerstöre ein Synchro-Monster, das dein Gegner kontrolliert und falls du dies tust, füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Grund-ATK des Monsters zu. Du kannst jeden Effekt von Meglord-Astro-Extermination nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, das waren sie auch schon, die neuen Karten aus dem Set, die Reprints habt ihr gesehen, die werden wir jetzt nicht einzeln durchgehen, das macht relativ wenig Sinn, denn die Karten kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Ja, Meglords, ein interessantes Thema, wie gesagt, großes Problem ist halt einfach, es laufen viel zu wenig Synchro-Monster rum, als dass dieses Deck hier sein volles Potenzial entfalten könnte. Es ist nämlich gegen Synchro-Decks wirklich gar nicht mal so verkehrt, gerade mit dem neuen Support. Der neue Support macht vieles richtig, denn er löst so ein bisschen diese Abhängigkeit von gegnerischen Synchro-Monstern und lässt euch entweder das gegnerische Extra-Deck angreifen oder halt eben einfach gegnerische Monster oder vielleicht sogar ganz allgemein pusht die bereits bestehenden Meglords im Angriffsbereich oder schützt sie, lässt euch sie schneller aufs Spielfeld stellen. Alles ganz nette Effekte. Wie gesagt, volles Potenzial für das Deck gibt es erst dann, wenn eben wieder mehr Synchromonster ins Meta reinflattern, wonach es aktuell nicht unbedingt ausschaut. Link und Xyz-Monster sind immer noch sehr, sehr weit vorne. Fusionsmonster sind immer noch ein großes Thema, gerade jetzt mit den ganzen Invoked-Decks. Und viele Decks spielen auch gerne mal komplett, ohne vom Extra-Deck abhängig zu sein. Auch eine nicht gerade optimale Kombination für die Meglords. Aber hey, wer weiß, vielleicht ändert sich das ja und wir kriegen in zwei, drei Jahren ein richtig gutes Synchro-Deck. Und dann wird das hier zu einem netten Anti-Meta-Deck. Wer weiß. Der Support ist auf jeden Fall ganz nice. Er gefällt mir sehr, sehr gut.
Eure Meinung würde ich gerne in den Kommentaren hören. Schreibt doch mal, was ihr dazu sagt. An der Stelle bleibt mir wie immer noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Abonnieren und Liken. Teilt das Video doch auch mit euren Freunden und ein ganz, ganz besonderes herzliches Dankeschön an unsere Patreon-Supporter, die ihr gerade auf eurem Bildschirm seht. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Wenn ihr Lust habt, schaut auf Discord vorbei. Da kriegt ihr immer eine kleine Benachrichtigung, wenn ein Video online geht und was gerade sonst so läuft auf dem Kanal. Also da seid ihr immer top informiert. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Tag noch und ciao Leute.